Willkommen, willkommen zu diesem neuen Let's Play von Yooka-Laylee. Ich bin's, euer LuxLikeLink, und ich freue mich wahnsinnig, dieses an sich schon länger erhältliche Spiel endlich spielen zu können. Denn es ist jetzt auf der Switch erschienen. Ja, schon vor einer Weile. Aber ich als wirklich großer Banjo-Kazooie-Fan, für den Banjo-Kazooie auch ein Stück weit Kindheit war, freute sich sehr, dass es angekündigt wurde, dass, Mann, mein Gott, das alte Team von den damaligen Spielen findet sich zusammen und macht einen geistigen Nachfolger. Ja, und diesen Prozess habe ich sehr intensiv verfolgt. Und war mir auch klar, dass ich das Spiel Let's Playen werde, weil am Anfang hieß es noch, ja, es kommt für die Wii U und für die Switch. Für die Wii U haben sie es inzwischen tatsächlich fallen gelassen. Aber die Switch-Version ist jetzt seit Ende des Jahres rausgekommen und da wollte ich starten. Deswegen ist es auch kein Blind-Let's Play mehr. Ich kenne das Spiel, ich habe schon auf dem PC gespielt, für mich privat. Aber es sollte unbedingt auf meinen Kanal kommen, wie gesagt, weil... Und auch viele haben das auch an sich erwartet, weil... Ja, es ist halt... Ne, aber okay, bevor ich hier noch weiter labere, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, nicht wahr? Das dauert alles viel zu lange. Ah, genau auch so. Richtig schön die Aufmachung wie früher. Begib dich auf ein Einzelabenteuer. Benutze einen zweiten Joy-Con für Koop. Nee. So, Leute, hier haben wir ein paar Optionenzeug, aber ist erstmal alles nicht wichtig. Würde ich mal behaupten, das ist so schön, Leute. Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt nicht am Anfang schon mit voll viel verquatsche. Wir wollen natürlich ein neues Hauptabenteuer starten. Und guckt mal, Leute, es ist genauso aufgebaut wie damals mit den drei verschiedenen Dateiplätzen. Und das sind sie, Yooka und Laylee, die geistigen Nachfolger von Banjo und Kazooie. An sich werdet ihr merken, dass ihr Charakter voll gleich geblieben ist. Aber okay, hier Spiel 2 sieht zum Beispiel so aus. Wow. Also man merkt sofort auch diesen typischen britischen Charme von früher bei Banjo-Kazooie. Also das, ihr wisst ja, Banjo-Kazooie war damals halt von Rareware, einer Firma, die inzwischen ja Microsoft gehört. Und viele, viele Mitarbeiter von Rare arbeiten gar nicht mehr da und haben ihre eigene Firma gegründet, wie halt jetzt Playtonic Games. Und die haben damals entschieden, war auch, glaube ich, eine Crowdfunding-Sache oder halt mit hier finanziert durch Fans, sag ich mal. Ganz viel größtenteils und sowas alles und sehr, sehr schön. Und diese Firma wollte ich unbedingt supporten, eben weil es halt wirklich Teil meiner Kindheit war. Banjo-Kazooie, ey, mein Gott. Ich würde sagen, wir starten einfach bei Spiel 1, ja. Und ja, ich werde bestimmt noch viel quatschen und schwärmen von früher und werde so ein bisschen nostalgisch werden und ach, herrje. Aber naja, ich will erstmal kurz die Story, Leute. Das Intro. Mega lustig. Hoffe ich jedenfalls. So. Schmause leckere Schmetterlinge, um deine Gesundheit und Energie aufzufrischen. Cooler Tipp. So, hier sieht man gleich erstmal den Ladebildschirm, den werden wir, glaube ich, öfter sehen, ist ja klar. Und hier merke ich auch gleich einen Unterschied zur PC-Version, weil in der PC-Version hat sich der Hintergrund bewegt. Okay, die Switch schafft es nicht, dass der Hintergrund sich bewegt, alles klar. Was soll das denn? Egal. Ist egal, Leute, wir werden definitiv technische Unterschiede haben, weil die Switch von allen Konsolen die unleistungsfähigste ist. Aber, also von denen, wo Yooka-Laylee läuft. Aber trotzdem soll das kein schlechter Port sein. Die Switch-Version soll ziemlich gut sein! Schiffbruchbucht. Nein, nicht überspringen. Mein Gott, wer ist er denn? Alles wurde gemäß Ihren Angaben vorbereitet, Capital B. Das Personal gehört Ihnen. Capital B? Der Fatzke? Finden Sie, dass diese neue Statue golden genug ist, oder ist sie zu golden? Was ist das für eine Frage? Sie ist, Testen Sie an einer Fokusgruppe. Die Angestellten brauchen jemanden, zu dem sie aufschauen können. Moment mal, was ist das denn? Vizepräsident. Okay. Das ist die Statue des Vizepräsidenten, Sir. Die hab ich nie genehmigt. Außerdem wirft sie einen ungünstigen Schatten. Na klar, auf den Sockel der Präsidentenstatue. Weg damit. Sympathisches Kerlchen, oder? Natürlich, Sie sind jetzt der Boss, ja.
sind wir bereit, die neueste Profit-auf-Blähtechnologie zu synergisieren. Dr. Quack! Dr. Quack. Ja, wo ist er? Ich habe den Novellisator 64 vorbereitet. Meine bislang genialste Erfindung. Novellisator. Damit können wir alle verstaubten alten Bücher der Welt stehlen. Und so zum einzigen Player auf dem Markt werden. Ist ja toll. Eine gleichsam skrupellose und dynamische Strategie, Doktor. Sehr schön. Wie der aussieht. Ja, bereiten Sie den Apparat sofort vor. Ich will bis Mittag auf dem Golfplatz von Welt 4 stehen. Das war genauso dumm wie früher, ey. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Oha, oha. Und Quack, sorgen Sie dafür, dass Sie das besondere Buch sichern. Das besondere Buch? Was für ein besonderes Buch? Oh, unsere Helden! Ah, was für ein Leben! Dieses alte Schiffswrack fühlt sich endlich wie ein Zuhause an, Lely. Ja, das kommt von meinem farbenfrohen Anstrich, Yuka. Yuka und Lely, die Namen. Es war Zeit für eine Renovierung. Die meisten Zimmer waren unberührt, seit wir eingezogen sind. Wer weiß, was sich unter den Dielen verbirgt? Das weiß doch keiner. Hauptsächlich Insekten. Und zwar ziemlich leckere. Worauf die Namen wohl basieren? Oh, und ein altes Buch, das ich als Getränkeuntersitzer verwendet habe. Das Buch da links neben dir? Wow, ein Piratenschatz. Es ist sicher viel wert. Es sieht antik aus. Wirklich? Meinst du, wir sollten es verticken? Ich gebe dir 20% vom Erlös ab. Hey, mein profitables Buch, es wird weggesaugt. Die Seiten, sie entfliehen. Und sie sind golden. Ich glaube, das Buch ist ein wenig spezieller, als du gedacht hast. Als du gedacht hattest, Lely. Die Story wieder total dumm. Schnell hinterher! Das Buch ist jetzt, wo es fliegen kann, sogar noch mehr wert. Vor allem erstmal so ein Rechtschreibfehler. Okay, gleich am Anfang Rechtschreibfehler entdeckt, Leute. Cool, oder? Okay, Freunde. Also, willkommen. Es geht los. Yuka und Lely. Wie gesagt, ein geistiger Nachfolger von Banjo und Kazooie, dem Bär und der Vogeldame damals. Und halt wirklich hauptsächlich von denselben Entwicklern. Was sehr, sehr cool war und ich habe mich übelst auf dieses Projekt gefreut. Und es auch endlich auf meinem Kanal als Let's Playen zu können. Und es ist tatsächlich, also die Switch-Version soll eine gute Portierung sein. Die absolut beste ist wohl immer noch die PC-Version. Ja, beispielsweise halt auf Steam und so. So habe ich sie auch erstmalig gespielt. War sehr, sehr cool. Hatte keine Probleme mit. Und dann wurde es ja anfangs geportet, ne? Auf die anderen Next-Gen-Konsolen zuerst. Die PlayStation 4 und Xbox One. Und da lief es ja anfangs ja nicht mal so gut, ne? Aber diese ganzen, sag ich mal, Testversuche mit den anderen Konsolen haben jetzt natürlich der Switch-Version dafür geholfen, dass hier ein bisschen mehr Polish alles ist. Und wir sollten eigentlich keine Probleme haben, hoffe ich mal. Ach ja, so was können wir denn alles schon? Wir können springen. Hui, wir können sogar einen Doppelsprung. Sehr, sehr nice. Ach, wie das hier aussieht, ey. Man fühlt sich gleich echt an Banjo-Kazooie erinnert. Und ich glaube, ihr merkt das schon an meinem Euphorismus. Also, mir hat Yooka-Laylee tatsächlich sehr gut gefallen. Ich habe genau das bekommen, was ich mir vorgestellt habe und was mir versprochen wurde. So, ja. Aber ich will jetzt nicht im ersten Part schon irgendwie mit einem Fazit anfangen. Ich will erstmal ein bisschen die Story vorantreiben. Wir wollen unser Buch holen. Ich kann aber an sich nicht viel. Ich kann mich hier so ein bisschen hinstellen. Ein bisschen cool hier, so ein bisschen Rugby-Spieler. Und hat, los geht's! Und, was zum...
genau, ich kann Leute zur Begrüßung anlecken. Ist doch toll. Aber viel anderes können wir noch nicht machen, tatsächlich. Wer bist du denn? Hallo? Alles gut, Kumpels. Schön, euch zu sehen. Wer zum... hallo, ich bin Luca und das ist meine Freundin Layli. Kennen wir dich vielleicht? Ja, klar doch, Mann. Ich bin's, Twauser. Der ehrlichste und agilste Verkäufer. Twauser, weil er so eine Hose anhat, ne? Oh Mann. Ja, ich erinnere mich. Du bist die Kanaille, die uns diesen zwielichtigen Flachbildschirm verkauft hat. Flachbildschirm? Nein, das war ich nicht. Du irrst dich, mein Freund. Ja. Hey, Twauser, hast du hier zufällig ein magisches Buch vorbeifliegen sehen? Für 5 Federn habe ich das vielleicht. Sie sind gerade sehr gefragt. Das Buchgeschäft läuft blendend. Okay, Buchgeschäft, schon klar. Vielleicht findet ihr in diesen Schatzkisten genug, die überall hier herumliegen. Okay, goldene Federn, Leute. Ich habe schon versucht, welche davon zu knacken, während Yuka geschlafen hat. Ja, keine Chance. Ach, um sie zu knacken, braucht ihr einen meiner persönlichen Spezialtricks. Alter, wie der labert. Was zur Hölle? Wenn du Y verwendest, kann unser grüner Freund hier den Schwanzwedelangriff ausführen. Der haut richtig rein. Willst du dann drücken, um anzugreifen? Alles klar. Exzellent. Geht jetzt die Schatzkisten aufbrechen. Und bringt mir 5 Federn. Genau, also. Es ist wirklich ein geistiger Nachfolger. Die Federn. Tada! Sind das Äquivalent zu Musiknoten. Ich bin eine Feder. Eine von 200 in jeder Welt. Sammelt uns alle, um neue Tricks zu kaufen. Genau. Das ist dann wirklich einfach das Äquivalent zu den damaligen Noten, die damaligen Musiknoten. Und ich weiß, dass es hier schon 10 Federn gibt. Und die hole ich mir jetzt alle. Obwohl ich nicht weiß, ob ich schon alle kriegen kann. Ich glaube aber doch. Ja, die Musik ist auch wirklich... Also die Musik ist richtig Banjo-Kazooie-Feeling-mäßig. Oder halt auch Donkey Kong 64-mäßig, ne? Wie gesagt, alles so dieselben Entwickler. Und der Startlevel hier, oder die Hub-World, sag ich ja mal, ist auch sehr schön. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit dem Spiel und ich denke mal auch bei meinem zweiten Playthrough, der jetzt wirklich das Let's Play stellt, meinen zweiten Playthrough da. Das wird sich, glaube ich, nicht verändern. Wir schauen aber mal. So, ihr Kisten, jöp, schon 4 Federn. So, mit der Schwanzangriff kann ich, glaube ich, sogar schon, wow, Alter, richtig viel kaputt gemacht. So, oh, Schmetterlinge. Oh, ups, oh, hey. Ach ja, das hilft meiner Erinnerung auf die Sprünge. Kommt zurück. Toll. Was hat jetzt der Schmetterling gesagt? Na toll, muss ich das übernehmen? Oder sagt er nochmal? Warte mal. Alles klar, sehr schön. Jam, ich bin leckere Schmetterlingsenergie. Iss mich mit A, um Kraft zu sammeln. Ja klar. Welches Lebewesen sagt schon, ja komm, iss mich doch. Wird immer unten speichert. Hey, kein Problem, du kannst mich gerne essen, ist doch kein Problem. So, aber das sind 5 Federn, die wir brauchen. Aber es gibt hier halt, glaube ich, 10 Stück und die müsste ich alle schon bekommen können. Also, noch 4. Mann, die hole ich mir ganz schnell. So. Ja, also, ich sehe auch schon ein bisschen an dem Wasser, so ein bisschen grafische Abstriche halt, musste die Switch halt wohl machen. Und ich sehe auch ein bisschen Frame-mäßig, wenn ich hier so drehe. Ui. Also, es geht, aber, ja, wie gesagt, PC ist natürlich immer noch die 9-Plus-Ultra-Version. Ist ja ganz klar. Sollte jedem klar sein, aber hey. Viele, viele Fans und halt auch Unterstützer haben sich sehr gefreut, dass es endlich für die Switch rauskam. Und die Entwickler haben sich auch Mühe gegeben, haben immer wieder geupdatet, wo wir, ja, wir sind dabei, wir haben gerade noch ein paar Schwierigkeiten, wir wollen ja das Erlebnis so perfekt wie möglich machen und so. Und ja, auch wenn es mit der Wii U-Version tatsächlich nichts mehr geworden ist, ne? Noch eine Kiste. So, schon 8? Wer bist du denn? Was zum... Hey, na, Blasto? Wie geht's dir heute? Naja, nicht besonders. Ich habe Halsschmerzen und meine Stimme ist fast weg. Eine Kanone. Okay. Das liegt an deiner Karaoke-Einlage letzte Nacht. Du hast uns... Du hast uns alle von den Socken gehauen. Naja, da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, jemand hat eine... Eine gelbe Zeitung in diese Richtung geworfen. Und ich habe sie versehentlich inhaliert. Okay.
Ich wünschte, es gäbe eine wirkungsvolle Heilung, die mich wieder in Form bringt. Alles klar, mit dem können wir erstmal noch nichts machen. Ah, der hat einen kleinen Vogel in sich drin. Komm mal raus, kleiner Vogel, der sieht ein bisschen aus wie Kazooie, oder? Ein Kazooie-Vogel. Wie Yuka guckt. Nee, guckt euch hier Lady die Fledermaus an. Hä? Na, was los, Mann, hä? Seht ihr überhaupt was mit ihrer dicken Nase? Die Nase ist hier voll im Weg. Egal. Ach ja, ich feiere auch die Charakter. Also, es ist sehr, sehr schönes Design. Yuka und Lady wirken richtig cool. Obwohl, naja, natürlich, ne, warte mal, ist hier unten irgendwas? Ich kann auch, glaube ich, tauchen, oder? Warum? Okay, das kriegt man eigentlich auch noch alles später beigebracht, aber ich wollte es einfach nur schon mal zeigen. Ja, also ich finde natürlich, dass Banjo und Kazooie, also ich finde, die sind immer noch, haben immer noch ein besseres Design. Aber nichtsdestotrotz, so richtig cool sieht das aus. So, haben wir hier noch die vorletzte Spur erstmal. So, 9. Eine fehlt jetzt noch. Ich glaube, da muss ich, einfach bloß erstmal wieder hoch. Und nicht so doof runterfallen. Da ist noch eine Rampe, da komme ich aber noch nicht hoch, tatsächlich. So, aber wo ist denn jetzt hier die andere Truhe? Noch mehr Kisten zum Zerdeppern. Und hier wohnen Yuka und Lely. Ach, hier oben ist sie. What bad? Bad? What bad? Save crazy? What? Fledermaus crazy? So. Tada! So, 10 Stück. Das müssen halt echt erstmal alle hier gewesen sein. So, dann guck ich auch noch ein bisschen hier um, weil das sieht ja alles so sympathisch. Guck mal, wir haben so ein Fernglas. Könnt ihr euch benutzen? Nee. Ich kann es nur anlecken. Okay. So, hier kommt man leider auch nicht rein. Ich weiß nicht, ob sie das später einfach noch zugänglich machen oder so. Ob das einfach nur so Deko ist. Und haben sie hier irgendwo so einen komischen, noch so einen kleinen Lagerraum. Ach, ist das putzig. Und was ich auch sehr süß fand. Hier hat irgendwie, ja. Hier ist, wessen Zimmer ist wohl das hier oben? Kann die Lady erstmal hier schön Fernsehen gucken? Oh Mann. Aber okay. So, also, dann verabschieden wir uns erstmal von diesem doch wunderschönen Ort hier. Ah, Schiffbruchbucht. Schönes Zuhause für die beiden, oder? Ach ja, okay, gut. Und wie Lady immer die ganze Zeit an seinem Kopf hier klebt. Hier, runter von meinem Kopf, Mann! Runter von meinem Kopf! Naja. So, Trouser. Du, Typi, wir haben deine Federn. Alles klar. Nur zu, Lispli. Raus damit. Wo ist unser Buch? Ich weiß, unser Buch. Euer Buch ist in Richtung des Unternehmens hinter diesem Tor geflogen. Seit der Übernahme durch den Konzern von Hiroi Towers gehen dort seltsame Dinge vor sich. Was ist mit seinem Handy? So ein altes Handy aus den 80ern oder was? Ich bin selbst dorthin unterwegs, um ein paar Tricks zu verkaufen. Erlaubt mir, das Tor zu öffnen. Alles klar, Bottles. Ich meine Trouser. Danke, Mann. So, komm, Yuka. Lass uns das Buch besorgen, bevor Trouser bemerkt, dass wir ihm die gefundenen Federn gar nicht gegeben haben. Boah, voll fies. So, Leute. Ich habe irgendwie auch eine kleine Theorie. Weil ich glaube... guck mal, die Hosen, die er anhat. Also, ich glaube, das sind Banjos Hosen, würde ich jetzt mal sagen. Also, natürlich hat Banjo keinen blauen Flicken und Banjos Hosen sind eigentlich auch gelb, ne? Aber wenn man bedenkt, wie lange es her ist, seit man Banjo gesehen hat, könnte eine gelbe Hose durch die Jahre so aussehen, oder? Ich denke mir einfach, dass das Banjos Hose ist. Banjo, bist du es, Banjo? Okay. So, Leute, aber das soll es erstmal gewesen sein für die Pilotfolge. Wie gesagt, ich freue mich sehr über dieses Projekt. Es musste lange warten, bis es halt wirklich auf einer, ja, ich wollte es unbedingt auf einer Nintendo-Konsole spielen, sei es Wii U gewesen oder sei es die Switch gewesen. Jetzt habe ich es hier auf der Switch für euch, Leute. Wird gespannt, es wird ein nettes kleines 3D-Jump-in-One, 3D-Plattformer, wie man so schön sagt. Und ja, wir werden viel erleben, wir werden viel sehen, viele skurrile Gestalten. Und wer halt Banjo und Kazooie mochte und die Spiele kennt, der weiß sogar noch besser, auf was man sich hier einlassen kann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Yuka-Laylee. Ciao!